Auch wenn die schwedische Monarchie keine politische Macht mehr hat, ist die Rolle des Monarchen und somit des Staatsoberhaupts immer noch wichtig. In Krisen oder bei Problemen muss der König oder die Königin mit der Regierung zusammenarbeiten. Aber was, wenn der Regent krank ist? Genau dieser Fall ist jetzt eingetreten. König Carl Gustav und Königin Silvia haben sich mit Corona infiziert und sind in Quarantäne. Besonders unglücklich, auch Thronfolgerin Prinzessin Victoria und Prinz Daniel haben sich angesteckt und dürfen ihre Isolation nicht verlassen. Im Falle einer Krise können also weder der König noch seine direkte Nachfolgerin richtig agieren. Und nun? Normalerweise geht jetzt die Macht als stellvertretender Staatschef auf Prinz Carl Philipp über, den nächsten volljährigen Thronfolger. Er hat diese Aufgabe auch schon angenommen und war mit seiner Frau Sophia bei der Feier des 100-jährigen Jubiläums der Demokratie. Allerdings wütet Corona auch gerade in Schweden und dass sich das Prinzenpaar noch einmal ansteckt, ist durchaus möglich. In diesem Fall muss Prinzessin Madeleine die Verantwortung des Königshauses tragen. Dann muss Prinzessin Madeleine als stellvertretende Staatschefin einspringen und wenn auch sie erkrankt, ist der Parlamentspräsident an der Reihe, meint Historiker Hermann Lindqvist in Svensk Damtidning. Prinzessin Madeleine ist über Weihnachten nach Schweden gereist. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass auch Prinz Carl Philipp Corona hat, muss sie wohl ihre Heimreise verschieben. Normalerweise lebt die Prinzessin mit ihrer Familie in Florida und nimmt nur noch wenige Termine des Königshauses wahr. In Schweden würde es außerdem für große Unsicherheit sorgen, wenn sich weitere Mitglieder der Königsfamilie infizieren. Für Prinzessin Victoria und Prinz Daniel ist es bereits die zweite Infektion, auch Carl Philipp und Sophia hatten schon einmal Corona. Glücklicherweise zu verschiedenen Zeiten und die Royals überstanden die Erkrankung sehr gut. Wie Meldungen des Palasts vermuten lassen, müssen sich die Fans auch diesmal keine allzu großen Sorgen um die Royals machen. Zwar sind König Carl Gustav und Königin Silvia wegen ihres hohen Alters sowie Prinz Daniel wegen seiner Vorerkrankung Teil der Risikogruppe, doch sie hätten nur leichte Symptome. Außerdem seien alle vier vollständig geimpft. Bleibt zu hoffen, dass das Königspaar und Victoria und Daniel bald wieder gesund sind und die Isolation verlassen dürfen.